1988, als der Giftgasangriff auf unser Gebiet war, in kurdische Gebiet Nordirak vom Saddam Hussein, dann wir haben keine Chance gegen dieses Giftgas uns zu wehren. Und da, das war auch Panik und Trauma für die Menschen, weil fünf Monate vorher, da war Halabja, dieser Giftgasangriff auf Stadt Halabja, wo 5000 Menschen sofort getötet, 10.000 verletzt und 70.000 so geflüchtet über die Grenze in Iran. Die Ba'ath-Partei oder die irakische Regierung hat uns immer mit Bombardement, Flugzeuge und Kanonen und andere Munitionen, aber Giftgas mit Luft, das wir auch haben, kein, konnten wir nicht dagegen machen. Deswegen am 1988 im August, als die irakische Militär diese Invasion gestartet gegen die Kurden nach dem Irak-Iran-Krieg, da haben wir keine Chance gehabt. Da mussten alle so Menschen, Bewohner von diesem Gebiet fliehen. Meine Frau mit Kindern sind so ein Tag und über Nacht über die Grenze, über die Berge in der Türkei geflohen. Und ich selber 16 Tage mit meiner Gruppe, die Partisanen, blockiert vom irakischen Militär, aber habe ich nach 16 Tagen geschafft, auch über die Grenze in der Türkei. Das bin ich hier. Dann habe ich meine Frau in einem Tal mit vielen Flüchtlingen so getroffen. Und die Irak, die türkische Regierung hat die Flüchtlinge nach Druck vom UNO und Europa die Flüchtlinge aufgenommen und alle in verschiedene Flüchtlingslager untergebracht. Wir selber, meine Familie und mehr als 17.000 Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager zwischen Mardin, Stadt Mardin und Kızıltepe. Das ist in der Türkei auf ein Land, so ein flachen Land, nur unter Zelt einfach untergebracht. 2 Jahre lang war ich mit meiner Familie unter dieser Zeltlager. Im Winter waren minus 10 bis minus 15, im Sommer 45 bis 55 Grad. Das heißt,